Männer wie wir und der richtige Wind, das macht Spaß, geh ab, ab in der Luft, geh am Baum. Richtige Männer wie wir und ein reizendes Kind, das macht Spaß, geh ab, ab in der Luft, geh am Baum. Hallo Modellflieger und Modellbauer, willkommen zu einem neuen Video zu meinem Projekt der Tiger Moss von Benja. Ich habe einige Nachrichten bekommen, ich möchte doch mehr von den Details etwas zeigen. Das mache ich. Ich zeige euch heute, wie ich die Kopfstützen, also die, nicht die Kopfstützen, sondern den Stirnschutz für die Tiger Moss baue. Die Tiger Moss hat ja in dem Bereich der Windschutzscheibe eine Lederpolsterung, so einen genannten Kopfprallschutz. Und den will ich euch mal zeigen, wie ich den baue. Bis nachher. So, hier seht ihr einmal, was ich brauche für die Kopfstützen oder für den Kopfprallschutz. Habe ich einmal Schaumstoff zugeschnitten in der Breite von der Windschutzscheibe. Das heißt, ich zeige euch das mal, dass das jetzt also hier zwischen der Windschutzscheibe passt. Dann habe ich ein Holzstück geschnitten aus 3 mm Flugzeugsperrholz, was nachher auch hier drunter kommt. Das lässt sich auch schön biegen. So, weil ja das Leder nachher hier auf dem Holz getackert wird. Und dann habe ich zweimal Leder zugeschnitten, was jetzt zusammengenäht wird. Und zwar sieht das dann so aus, das wird jetzt vernäht, natürlich falsch rum, so wird das jetzt abgenäht, dass man so einen kleinen Sack hat, den man dann hier drüber zieht. Dieses Holzteil kommt dann hier, ich habe das mal hier zwischen, wird also reingesteckt und wenn der Lederbezug darüber kommt, wird er drüber gezogen und hier getackert. Aber das zeige ich euch, wenn das Leder vernäht ist. Bis dann erst. Tschüss. So, jetzt habe ich das Leder mit der Nähmaschine genäht. Ich habe zwei so Mützen genäht. So, das sieht dann einmal so aus. Jetzt ziehe ich das durch. Und dann habe ich zwei Mützen. Und dann kann ich Schaumstoff hier drüber ziehen. Schön die Naht in der Mitte machen. Dass das dann so aussieht. Dann nehme ich das Holzstück, lege das Holzstück da rein. Sieht das dann aus. Und jetzt nehme ich einen Tacker und ziehe schön das Leder stramm. Jetzt die erste Seite.
jetzt kommt die zweite Seite dran. Sieht das dann aus. Jetzt wird das schön. Gucken, welche Seite ich da nehme. So. Tacke ich das noch mal nach. Jetzt habe ich ein schönes weiches Polster und so sieht das dann aus, wenn es dann angebaut ist. Es wird jetzt verklebt und dann hat man eine schöne Kopfstütze. Ne, kann man jetzt hier schön runter. Und dann sieht das gut aus. Ja. Ja. Ja, die zweite Kopfstütze baue ich jetzt gleich. Wenn die Kopfstützen angebaut sind, zeige ich euch das Ergebnis. Bis dann. Tschüss. So, hier sehen wir einmal den Prallschutz. Habe ich jetzt angebaut. Schön mit Leder. Ja. Jetzt kommt noch Steuerknüppel. Wird jetzt noch eingebaut und dann ist das Cockpit fertig. Und dann geht es mit dem Fahrwerk weiter. Bis dahin. Tschüss.